Hallo Leute, Forscher haben eine spektakuläre Entdeckung gemacht. Auf dem Mond scheint es größere Wasservorkommen zu geben als bisher angenommen. Das könnte den Menschen bei zwei schon lang gehegten Träumen und der Eroberung des Weltraums helfen. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Schon seit Jahren erforschen Wissenschaftler die Mondoberfläche nach Wasser, das man nutzen könnte. Jetzt haben die Forscher etwas entdeckt. Es sind zwar keine großen Seen, aber dennoch größere Wasservorkommen als bisher gedacht. Aber wie kommt es dorthin? Auf dem Mond regnet es ja nicht. Forscher glauben, dass das Wasser in kleinen Glasperlen im Boden gefangen ist. Diese stammen von Meteoriteneinschlägen. Ob es sich auch selbst auf dem Mond gebildet hat, ist bisher noch unklar. Es ist etwa ein Drittel Liter auf einem Kubikmeter Boden. Die Forscher untersuchen jetzt, ob und wie man das Wasser nutzen kann. Die Idee, mit Wasservorkommen könnte man den Mond besiedeln. Zumindest eine erste Mondstation ist bereits geplant. Die NASA will wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen. Im ersten Schritt sollen die Astronauten dann Trinkwasser aus dem Wasservorkommen gewinnen. Doch damit nicht genug. Die Forscher planen noch viel mehr. Aus dem Wasser soll auch Wasserstoff gewonnen werden, für den Antrieb von Raketen. Das Ziel, vom Mondcamp sollen künftig bemannte Missionen zum Mars starten, um dort weitere Untersuchungen durchzuführen. Schritt für Schritt wird der Weltraum also erschlossen. Der erste Schritt, das Wasser auf dem Mond nutzbar machen. Das wäre auch eine wichtige Voraussetzung dafür, eines Tages den Mond kommerziell zu nutzen, also dort Industrie anzusiedeln und dauerhafte Wohnungen zu bauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk uns doch einen Daumen nach oben. Solltest du Anmerkungen oder Fragen haben, dann kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.